So, hier das versprochene Vergaser-Video. Wir fangen mit dem Edelbrock-Vergaser an. Beide Vergaser, wo ich da habe, sind Vierfach-Vergaser. Warum heißen die Vierfach-Vergaser? Zwar Vierfach-Vergaser. 1, 2, 3, 4. Sitzt oben auf der Ansaugung. Der saugt über vier Löcher. Deswegen Vierfach-Vergaser. Man sieht auch hier, wenn ich hier Gas gebe. Also hier hängt dann der Seilzug dran zum Gas geben. Halbgas, die erste Klappen gehen auf. Vollgas, die hinteren Klappen gehen auf. Das ist die Primary und hier die Secondary. Und hier mechanisch die Secondary, denn die Secondary gibt es nämlich auch per Vakuum, per Unterdruck gesteuert. Dazu beim Holy nachher später, weil der ist nämlich Unterdruck gesteuert. Dann haben wir hier, da hinten ist der Benzinanschluss, da wird Benzin angeschlossen. Dann hier schließt man Kurbelgehäuseentlüftung beispielsweise an. Dann da hinten schließt man die Bremse zum Beispiel an, weil die braucht ja auch Unterdruck. Also hier ist alles mit Unterdruck. Da zieht er richtig Luft, hier zieht er auch richtig Luft. Da drüben kann man noch einen Choke anschließen. Hier ist jetzt kein Choke mehr dran. Da könnte man einen manuellen Choke, dass man den hier einmal zumacht. Da oben ist nämlich die Choke-Klappe, man sieht es. Hier, wenn die Klappe nämlich zu ist, dann zieht er fast gar keine Luft, sondern zieht dann erstmal richtig Benzin rein. Wenn der Motor kalt ist, dann braucht er erstmal richtig Sprit, damit er gescheit läuft. Und deswegen hier ein Choke zum Zumachen. Der ist jetzt hier nicht mehr vorhanden. Kann man auch wieder hinbauen. Gibt es einmal elektrisch gesteuert, über ein Bimetall sozusagen, dass mit der Zeit, wenn das warm wird, dann geht der Choke immer weiter auf. Oder halt per Seilzug kann man das auch machen. Das heißt, wenn es nämlich richtig heiß ist im Sommer, braucht man fast keinen Choke. Und dann kann man das selber steuern. Der ist ganz, ansonsten ist er ganz einfach aufgebaut. Da oben sitzen zwei Düsen. Das sind die Düsen, mit denen kann man den Spritgemisch einstellen. In den oberen Drehzahlen, wenn man Gas gibt. Also da stellt man den Vergaser eigentlich richtig ein. Die zwei Schrauben da unten. Viele denken, damit kann ich den Vergaser komplett einstellen. Nein, das sind die CO-Schrauben. Damit tue ich den CO einstellen. Also den Standgas, Luft-Benzin-Gemisch. Im Stand, aber nicht in den oberen Drehzahlen. Also das hat nichts mit der Leistung hier zu tun. Kann man auch selber einstellen. Und zwar dreht man da, fängt man mit einer an und schaut, dass man den höchsten Vakuum hat, wenn man ein Vakuumgerät dabei hat, oder einfach die höchste Drehzahl. Man dreht so weit, man fängt in eine Richtung an und dreht so weit, bis man die höchste Drehzahl hat. Und danach macht man die andere Schraube, macht man genau das Gleiche. Entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung drehen. Merkt man ja, wo die Drehzahl dann hingeht. Ansonsten sind es recht unkomplizierte Vergaser, out of the box, die funktionieren. Man muss halt hier gucken, das ist jetzt ein 1405er, das ist ein 600er Vergaser. Man muss halt gucken, was für einen Hubraum man hat und dann weiß man auch, wie viel CFM, hier 600 CFM, wie viel man braucht. Und meistens funktionieren die wirklich out of the box, das heißt auspacken, drauf und funktionieren. Kommen wir mal zum Holy Vergaser. Auch gern Double Pumper genannt. Man hat hier zwei Spritanschlüsse und es ist auch ein Vierfachvergaser. Und ihr seht ja, ich gebe jetzt hier Vollgas. Die untere Klappe geht aber nicht auf. Und zwar ist die untere Klappe, ihr hört, Unterdruck gesteuert. Die zieht es dann auf mit Unterdruck. Hier seht ihr, das ist eine Beschleunigerpumpe und zwar der Motor, wenn man immer richtig Gas gibt oder so ruckartig ins Gas reinlatscht, dann bekommt er nicht gleich Sprit über die Düsen, weil das dauert kurz, bis der Vakuum da Sprit raussaugt. Dementsprechend tut man dann hier, ihr seht den kleinen Pumphieb, durch jeden Pumphieb spritzt er schön Sprit ein und somit hat er genug Sprit, da man wieder in den Drehzahl hochkommt, um da Sprit oben rauszuziehen. Das gleiche hat der Edelbrock auch, bloß ein bisschen anders, der Herz hier oben. Ist auch einstellbar, und zwar seht ihr es hier, da sind drei Löcher, dementsprechend kann man das einstellen. Das merkt man auch, wenn das nicht richtig eingestellt ist, aber man gibt Gas, er geht kurz ins Loch rein und kommt dann erst zu sich. Ist meistens dann die Beschleunigerpumpe, die muss man dann richtig einstellen. Da drin sitzt auch die Membrane von der Beschleunigerpumpe. Beim Holy, ihr seht schon, da gibt es viel mehr. Da ist jetzt hier eine Feder drin. Man kann sogar die Feder wechseln.
Dann werden wir schauen, schwimmern kann man beim Holy, ist hier und hier. So sitzt der Vergaser drauf, das heißt eine Schwimmerkammer hier, eine hier. Es sind auch zwei Benzinanschlüsse und wir haben zwei Glasaugen. Hast du beim Edelbrock jetzt nicht. Und zwar kannst du hier den Schwimmerstand anschauen und wenn er dir nicht passt, du willst mehr oder weniger haben, dann kannst du ihn hier einstellen. Hier und hier. Was hier ein bisschen schwieriger ist, du kommst nicht so an die Düsen ran, also nicht wie beim Edelbrock hier oben, sondern wir müssen hier beide Schwimmerkammern abbauen. Das heißt, du hast jedes Mal hier ein bisschen Sauerei mit Benzin. Dementsprechend ist es hier zum Einstellen ein bisschen dreckiger. Aber ich sag mal so, im Großen und Ganzen, wenn man jetzt einen normalen V8 fährt, wo nicht groß viel dran gemacht ist, und würde ich einen Edelbrock empfehlen. Holy ist eher was für Leute, die sagen, okay, ich gehe bis an die Grenzen von meinem Motor, ich will wirklich alles rausholen. Und dann kann ich einen Holy empfehlen. Da sind die Einstellungsmerkmale viel, viel höher, beziehungsweise man kann da viel, viel mehr einstellen, wie beim Edelbrock. Aber im Endeffekt ist es immer Geschmackssache. Also, wenn der Holy einmal richtig eingestellt ist, von jemandem, der Ahnung hat, dann läuft er, dann macht er auch keine Probleme. Genauso wie der Edelbrock. Wenn die beide richtig eingestellt sind, laufen die beide. Das ist im Endeffekt nur Geschmackssache. Der Holy kostet ein bisschen mehr in der Anschaffung. Der Edelbrock ist ein bisschen günstiger. Ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr da irgendwie Entscheidungen braucht. Ansonsten bleibt dabei. Es gibt immer Videos, Kurzvideos, wie kurze Erklärungen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und wir hören uns.